So, stellen wir mal dorthin. Einfach noch mal so als kleine Attraktion. So, das können wir mit der Holzachterbahn hier weiterbauen. Oh, das passt jetzt hier nicht. Na gut, dann kommt ja ein kleiner Zwischenhügel rein. Bevor es sie dann brutalst hier runterzieht. Oh Gott, die Bahn wird doch mit Sicherheit zu extrem sein, ha? Kann doch schon fast gar nicht anders sein. Hier kommt das Action-Foto. Jetzt würde ich aber schon erstmal gern wissen, eine Testfahrt machen, ob die überhaupt hier die Runde schafft. Bis dahin. Den Eingang können wir idealerweise genau hier hinstellen. Müssen wir natürlich dann mal frei halten. Das heißt, ich baue hier einfach schon mal einen Weg, dass ich mir das dann einfach merke und dass das frei bleiben soll. Dann gucken wir hier schon mal die Testfahrt schon mal an. Vor allem, welche Länge das schon ist. Oh, ich glaube nicht, dass die ja die Runde schaffen. Das wird wahrscheinlich schon hier an dem Hügel verhungern, denke ich. Oh, wir gucken uns das einfach mal an. So, da geht es jetzt langsam rum. Ja, was ist hier los? Da kommen auch kaum Leute hin. Achso, können sich nicht leisten und sieht zu extrem aus. Na gut, okay. Gut, mit 91 geht es dort hoch. Oh ne, doch, es passt. Auch wenn die gerne ein bisschen schneller sein könnte. Hier wird das jetzt kritisch wahrscheinlich bei dem Hop. Nee, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Okay. Gucken wir mal auf die Streckenlänge. Das sind vielleicht 800 Meter maximal. Wenn überhaupt, können vielleicht auch nur 700 Meter sein. Ah, ne. Oh, ein Kilometer ist das schon. Das heißt, im Prinzip nur mal so hin und zurück und dann hat man das geschafft, oder? Oder wie? Ich würde eigentlich nochmal so eine scharfe Kurve irgendwo reinbauen. Boah, wenn das jetzt schon knapp ein Kilometer ist, dann bin ich doch da Schmidt schon mal zufrieden. Na gut, die Werte, die sind jetzt erstmal egal. Das heißt, wir können das hier wieder abreißen. Muss ich dann nur mal gucken, wo ich denn diesen Huckel nochmal, diese Kurve nochmal irgendwo unterbringe. Auf jeden Fall geht das dann einfach hier so weiter. Müssen wir jetzt zwar ein bisschen planieren dafür, aber das gleich. Ah, das fand ich zu niedrig, hm?
Deswegen muss ich aufpassen, wegen, dass ich mir dort den Weg frei halte. Hier wieder die Kurve jetzt. Achso, der hat auch noch diese komische Kurve. Stimmt, die gab es ja auch noch. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt vom Schwung dann jetzt bestimmt schon ein bisschen kritisch, was hier jetzt gebaut wird. Da hinten geht es dann nochmal runter. Da kann man dann nochmal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Eigentlich müsste man jetzt so diese Kurve machen. Dann zurück und dann einfach in die Station. Und dann müssten das doch hoffentlich die... Hier sieht man natürlich wieder nicht, wie man hier baut. Das ist natürlich genau... Ach, dort, okay. Bauen wir das mal zu Ende, dann machen wir mal eine Testfahrt. Ach komm, der kann, ach so, zu steil als Lifthill, wollte schon sagen, ach, der kann das auch so als Lifthill machen, aber... Anscheinend doch nicht. Ach so, wie kriege ich jetzt hier die Kurve, ohne dass ich mir dort jetzt den geplanten Eingang verbaue? Sonst kann ich den auch einfach hier rüber rücken. Geht ja auch. Es sind wieder einige Leute ratlos. Ja, das kommt davon, wenn man zu geizig ist, sich einen Parkplaner zu kaufen. Dann darf man sich nicht beschweren, wenn man den Parkausgang nicht findet. Ich meine, wenn ich in irgendwelche Freizeitparks gehe, was eigentlich das letzte Mal schon wieder eine Ewigkeit her ist, dann kaufe ich mir auch keinen Parkplan. Wenn man in seinen Stammparks, weiß man ja schließlich, wo man hin muss. Aber ich glaube, früher im Heidepark gab es da auch das immer irgendwie kostenlos dazu. Und jetzt wollen sie mal für alles Kohle haben. Bin ich mal gespannt, ob die Runde hier funktioniert. Ach komm, ich gönne einfach eine lange Warteschlange. Reiß den Baum weg und nicht die Achterbahn. Oh. Oh, es ist dort die Achterbahn im Weg. Dann bauen wir halt drüber. Ach so, oh. Dann gucken wir erstmal, ob die Bahn überhaupt die Runde schafft hier. So, da kommt sie rum. Jetzt geht's hier nochmal. Ach so, hä? Wo ist denn die jetzt? Ach, dort hinten. Das hat sich gerade überdeckt. Hier brauchst du noch ein bisschen Lifthill-Schwung, okay. Kommt hier hoch. Und jetzt in diese Kurve. Zack. Und kommt in die Station. Okay, ist zwar jetzt auch nicht Stationsbremsenversagen sicher, aber... Warte mal, ich kann auch den Eingang auch... Quatsch, den Ausgang meine ich natürlich. Wir gucken erstmal, was die Streckenlänge sagt.
Oh, da fehlen noch 200 Meter, okay. Da fehlen noch 200 Meter. Die Geschwindigkeit hat sie ja noch. Dafür. Das heißt, vielleicht kann ich einfach die Stelle ein Stück nach hinten schieben. So, dann machen wir das hier so hier. Achterbahn im Weg. Boah, jetzt habe ich mir irgendwie meine Stationsplanung. Haut jetzt nicht so hin, wie sie eigentlich soll. Doch, so passt's. Ist zwar auch wieder eher eine russische Konstruktion, aber... Na komm, wir bauen jetzt mal an dem Baum hier vorbei. Hier sperren wir wieder ab. Ach komm, ich will das jetzt fertig bauen, die letzten 200 Meter hier von der Bahn. Ich will ja nicht schon wieder dann irgendwie schnell mal gespeichert, dann bauen wir das einfach ein Stück nach hinten. Achso, und nur das Action-Foto. So, hier lassen wir die dann langsam so ein bisschen ausrollen. Bevor dann jetzt der Drop kommt. Ob das 200 Meter wären? Bei meinem Glück wahrscheinlich eher nicht.